So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Da ist er schon. Beim letzten Mal haben wir die finstere Seite fertig gemacht und heute kümmern wir uns um das Hutland. Und Cappy sagt erstmal, sieh dir das mal an. Fühlt sich auch, als wäre eine Quelle konzentrierter Energie hier irgendwo. Das müssen wir uns ansehen. Und heute dürfen wir uns endlich darum kümmern. Und heute kann ich euch endlich den Bug zeigen, den ich euch schon eine Weile zeigen wollte hier, wenn er nicht schon gefixt wurde. Ein anderer Kommentar hat geschrieben, für jede Welt, die wir 100% haben, taucht hier unten ein kleines Licht auf. Und wir haben hier unten ein kleines Licht, weil wir das finale Gebiet, wo wir davor unterwegs waren, noch nicht fertig machen konnten, weil wir erst ein paar andere Sachen erledigen wollen. Ich erwähne die Gebiete absichtlich nicht so genau, weil, keine Ahnung, vielleicht guckt einer in die Videos hier rein, um selber 100% zu machen und ich will jetzt keine Gebiete irgendwie vorwegnehmen. Ihr könnt auf jeden Fall erst 100% in den Gebieten machen, sobald ihr mit der Story fertig seid. Das wollte ich geklärt haben. Gut. Ja, zu dem Würfel gucken wir gleich. Wir ziehen uns das Outfit von der Welt wieder an? Ich glaube schon. Das klingt doch nach einem Plan. So, so fühlt man sich doch schon besser. Mit dem Zylinder. Da ist alles viel angenehmer. Da hinten ist der Würfel. Dann holen wir uns einen Goomba. Der ist da. Hallo, Mr. Goomba. Kriegst neun Zylinder. Ich finde es sehr schade, dass wenn man jemanden capiert oder captured, dass der die Mütze wieder zu der Mario-Mütze wird. Ich hätte echt gerne, dass da jetzt so ein kleiner Zylinder drauf wäre und der Mario-Schnauze und so. Aber Spiel sagt nein. Okay. So, ich glaube, wenn wir Controller shutteln, fliegen wir ein bisschen schneller. Und ich darf vibrierend reden. So, dann gehen wir schnell hier hin und zack. Töten den Goomba. Oh, okay, fast hätte er uns besiegt und zack. Lauter Monde sind hier rausgekommen. Wir sollten sie alle einsammeln. Tada! Es gibt ein paar neue Monde. Ja, in jeder Welt gibt es einen dieser Würfel, die man nach der Story aktivieren kann. Und die schalten nochmal mehr Monde frei. Warum nicht? 14 neue Monde, wenn ich es richtig gezählt habe. Und die Anzahl der Gesamtmonde hier ist auch auf 31 gestiegen. Und wir haben keinen einzigen. Heißt, wir müssen heute 31 Monde sammeln. Hey, und noch 26 lila Münzen. Aber, bevor wir das machen, werde ich mir den netten Herrn Goomba hier schnappen und gucken, ob der Fehler immer noch existiert. Ich weiß nicht mal mehr genau, an welcher Stelle das war. Ah, ich habe die Stelle gefunden. Genau hier unter dieser Vogelscheuche in der Ecke hier unten. Wenn man mit einem Goomba da in die Ecke fliegt. Man kann einfach in die Map rein. Das wollte ich euch gezeigt haben. Das fand ich nämlich recht interessant. Oh Gott, ich bin in dem Wasser unter dem... Oh Gott, nein, 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 Mario, nicht so weit sinken. Ich bin in dem Wasser, was hier eigentlich oben rauskommt. Wie cool. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das habe ich nur mal gesehen vor Ewigkeit und wollte ich die ganze Zeit schon ausprobiert haben. Übrigens, hallo, Prinzessin Peach, was geht ab? Oh, Mario, ich freue mich zu sehen, dass du von den Reisen noch nicht die Nase voll hast. Tiara und ich haben uns entschlossen, auf Weltreise zu gehen. Es wird bestimmt großartig, all die Länder noch einmal in Ruhe zu bereisen, die wir zuvor in aller Eile abgeklappert haben. Tiara hat mir erzählt, wie toll sie es findet, dass die Schiffe in ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Das Panorama ist atemberaubend. Oh Gottes Willen, schreckliche Stimme. Die Bewohner sind fast, ja, so freundlich. Sie haben mir einen Powermond geschenkt, aber du kannst sie gerne haben. Unser erster Powermond, Peach im Hutland. Hey. Ist es wahr, dass Dinosaurier sich gerne in der Sonne ahlen? Wenn ich demnächst einen sehe, dann frage ich einmal. Oh, das soll so ein kleiner Hinweis sein, dass sie demnächst im Kaskadenland chillt, aber wenn wir alle Länder eh nacheinander abklappern, dann werden wir sie sowieso überall finden. Perfekt. Gut. Hier haben wir alles gekauft, oder? Achso, hier gibt es noch das Retro-Outfit. Das kriegen wir aber über den Amiibo und das Knochen-Outfit. Okay. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Wir müssen uns um Power-Monde kümmern, um ganz viele. Oh, ich sehe da oben einen. Dann holen wir uns erstmal den da. So. Und da unten steht jetzt auch ein. Jetzt sind auf einmal überall Power-Monde. So. Du da. Ja, genau. Perfekt. Wenn es da schon so glitzert, dann kann das ja nur heißen, hier ist ein Powermond. Zack! Ein Mond für dich. Am Hut drehen, Preis gewinnen. So, dann gönnen wir uns direkt den da unten. Perfekt. Entlang der Brillenbrücke. Nehmen wir auch mit.
So, dann holen wir uns den Herrn Goomba hier und fliegen mit dem mal eine kleine Partie durch das Wolkenmeer, weil ich glaube, hier gibt es allgemein noch ein paar. Dieser Vogel da links, der hat einen. Und ich glaube, hier auf der Hutspitze chillt auch einer. Sieht zumindest sehr... So, sieht zumindest sehr danach aus. Gappi! Ein weiterer Power Mode für uns. Versteckt in einem versunkenen Hut. Naja, so versunken ist er jetzt nicht. So, dann nehmen wir den Herrn Goomba. Und werden... Ich weiß gar nicht, ich glaube, auf einem dieser Totenkopfschilde war noch einer. Ich muss auf jeden Fall damit fliegen, sonst verschwende ich irgendwie dreiviertel Folge. Da war der Mond, genau. Dann flattern wir mal kurz einmal hier außen rum und ich zeige euch, sobald ich was finde. Hier ist einer auf dem Schild, genau, perfekt. Direkt neben der Odyssee. Gefahrenschild. So, und da vorne ist der Vogel. Vielleicht holen wir den sogar auf, wenn ich den Controller schüttel. Ja, guck mal, wir sind sogar ein bisschen schneller als er. Ey, ich krieg dich. Ja, perfekt. Ein weiterer Powermond. Flatterhaft im Nebel. Ich wäre sehr glücklich, wenn man nicht den Controller für die Sachen schütteln müsste, wenn die das irgendwie rauspatchen würden. Weil es gibt zwei Tasten, die einfach nicht belegt. Also mit X und A macht man nie was. Und es wäre sehr schön, wenn sie einfach auf X oder A halt die Motion-Control-Option legen würden. So, dann fliegen hier ein paar Noten. Die schnappen wir uns auch. Zack. Okay. Und da fliegen wir. Oh, nicht zu hoch scheinbar. Okay, dann fliege ich mal lieber ohne schütteln. Zack. Okay, haben es gerade so geschafft. Ein bisschen schlecht geflogen, aber hey. Wäre es in solchen Situationen gerecht, wenn es schon verkackt ist? Wenn man einfach einmal perfekt da rumfliegen müsste. Ich meine, das war jetzt echt viel Zeit, die ich hatte, obwohl ich 3-4 Mal Fehler gemacht habe. Das Spiel ist zu nett. Das dulde ich nicht. So, wenn wir hier rumfliegen, sollten wir eine Tür sehen. Okay, das ist gut. Das heißt zwei Powermonde. Allerdings wollte ich hier unten eine Stampfattacke machen und gucken, ob da noch ein Powermond ist. Genau, perfekt. Ein Mond für dich. Plattform im Nebel. So, dann haben wir den geholt. Dann öffnen wir diese Tür. Ich denke, das Wolkenland kann ich ans Kaskadenland in der nächsten Folge anschließen. Beim Kaskadenland haben wir schon echt viel gemacht. So. Und hier müssen wir erstmal 5 kleine Monde sammeln. Am besten als Super Mario Frosch. Ja. Die hüpfen ja auch höher, wenn man den Controller schüttelt. Und die können sprinten, damit man über größere Distanzen springen kann. Zwei Sachen, die man sich merken sollte. So. Da ist ein Stück drin. Oh, oh. Ah. Hilfe. Ich bin doch ein Frosch. Ich halte kein Wasser aus. Wie hoch der Hüfte man schüttelt. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte doch eigentlich nur meinen Hut werfen. Danke. Fast meinen Frosch verloren. Wusch. Ein Seite nach oben. Und wusch. Perfekt. So. Kommen wir hier langsam hoch. Dann dahin. 4 und der letzte ist da drüben. Komme ich damit Sprinten und Controller schütteln hin? Ich denke schon. Ja, perfekt. So, spare ich mir die ganzen Plattformerstellen hier. Und wir kriegen am Eingang einen Powermond. Sehr schön. So. Ist die Frage nur, wo der zweite Powermond ist. Und ich glaube, mich daran zu erinnern. Gucken wir einfach mal. Zack. So. Ja, genau. Da ist er. So. Gerade beim ersten Sprung nicht reingekommen. Und hallo. Geheimnisse im Froschteich. Der ist echt gut versteckt, muss ich sagen. Da so auf diese Barrikade gucken, die einen eigentlich nur im Weg sein soll, macht nicht jeder, glaube ich. So, und zack. Suche im Froschteich. Gut, 12 Monde abgeschlossen, fertig. Wenn ihr irgendwie gespielt habt und euch fehlen Powermonde, dann könnt ihr einfach nochmal in diese Türen reingucken, wenn ihr nie in jedem 2 geholt habt. Dann sagt nämlich Cappy was dazu nach ein paar Sekunden. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich wette, es befinden sich wenigstens noch lila Münzen hier. Ne? In der Hinsicht... sehr praktisch. Und ich hatte keine Ahnung, dass die lila Münzen sind. Also habe ich gerade Glück gehabt, dass ich euch was zeigen wollte. Wo sind hier lila Münzen? Hä? Da vorne? Hallo? Lila Münzen? Da! Ah, hahaha. Haben sie sich versteckt? Salto Frosch. Und Salto Frosch. Okay, ich sollte aber nochmal springen. Weil das Controller schütteln und laufen ist halt immer, ja, wie gesagt, ich hätte gerne auf einer eigenen Taste das ganze Zeug.
Okay, dann haben wir die Münzen hier auch. Auf jeden Fall sagt Cappy immer was dazu. Und wenn man halt nichts mehr zu finden hat, sagt er auch, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Und damit hat er auch recht. Mit seinem Glauben. So. Sehr, sehr, sehr gut. Dann, was müssen wir noch machen? Dort ist ein Cappy-Ding, der Empormut hat. Hallo. Ich passe auf den Mond auf. Ich habe vor nichts Angst. Nicht mal vor Paragumbas. Mhm, das glaube ich dir sofort. Ich habe aber eine lustige Idee. Wir holen uns mal einen Paragumba, aber nicht den. So, sondern den hier oben, der Richtung Hutturm ist. Weil der hat ja generell eine höhere Höhe. Und glitschen uns doch mal in die Ecke rein und schauen mal, ob wir von unten in das Haus reinfliegen können und uns so den Powermond holen können. Auf illegale Weise. Es würde mich einfach gerade mal interessieren. So, wir fliegen hier rein. Ziehen mit der Kamera ein bisschen mit. So, wo ist der Hutwächter da? Da. Genau über mir ist der Powermond. Kriegen wir den? Nee, wir können hier nicht durch. Okay, schade. Aber er ist schon weggelaufen wegen dem Paragumba. Perfekt, okay. Dann sind wir einfach den untenrum Weg gegangen. Dankeschön. Chopo-Blockade. Okay. Haben wir uns den Powermond geholt. Jetzt verstehe ich, warum Paragumbas so furchteinflößend sind. Ach was, die sind lieb. Die tun doch niemandem was. So, für den nächsten Powermond müssen wir etwas an Höhe gewinnen, glaube ich. Deswegen sollten wir einfach überall darauf landen, wo wir können für maximale Höhe. Ich glaube, das ist schon mitunter das Höchste, was wir kriegen. Das sollte reichen. Dann müssen wir einmal um den Hutturm außenrum fliegen. Genau, weil hier auch eine Tür ist. Aber bevor wir das machen, ich habe gerade da hinten in der Ecke noch einen Powermond gesehen. Im Nebel. Der scheint da so ein bisschen durch. Den können wir uns ja auf dem Weg noch mitnehmen. Flieg hinaus in den Nebel. Ein Mond für dich. Ein Mond für dich ist einfach so ein schöner Text irgendwie. Es klingt so freundlich einfach. Im Englischen heißt es ja wahrscheinlich auch a moon for you, oder? Keine Ahnung. So, den Gummer machen wir weg. Gehen wir in die Tür rein und gucken mal, was wir hier für Rätsel lösen müssen. Für oh, Gottes Willen. Okay. Wir müssen nicht diese Wellen berühren und diese Dinger sammeln. Please, danke. So, Stückchen runter, perfekt. Und zack. Und hoch, 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 hoch. Okay. Und da ist der letzte. Sehr schön. Gerade so geschafft. Und wahrscheinlich kriegen wir dafür einen Powermond. Ja, hui. So, das ist allerdings natürlich noch nicht alles in den Giftwellen. Weil wir müssen jetzt erstmal die Gigawelle abwarten. Ich glaube, das ist die Gigawelle. Und dann können wir hier durch das Loch im Zaun. Und hier oben hinfliegen, weil hier lila Münzen sind. Perfekt. Haben wir die schon mal geholt. Und natürlich ist hier auf dem Rückweg auf einmal so ein kleines Treppchen. Und wir haben ja gelernt mit gecapturten Dingern, die können immer so hoch fliegen, immer höher fliegen, wenn sie gerade mal eine Fläche berührt haben. Also ist das jetzt meine maximale Flughöhe, die ich erreicht habe. Giftwellenschlitterei. Genau, jetzt kann ich für immer so hoch fliegen, egal wie tief ich sinke. Haben wir immer die höchste Ebene, die man berührt hat, zählt da. Keine Ahnung warum. Aber finde ich cool. So. Dann haben wir das auch geschafft. Sehr gut. So, komm her, Mr. Goomba. Wir müssen leider wieder gehen. Als nächstes holen wir uns... Ah, ich weiß genau, welche Powermonde wir uns als nächstes holen. So, erstmal gehen wir hier aus dir raus. Oh ne, warte, wir machen on the way, wenn wir gerade schon dabei sind. Gucken wir mal. Da ist ein Powermond, den können wir uns schnappen. So. Einfach ein bisschen... Zack. Huch. Egal, ich glaube, wir haben eh mehr als genug Speed. Zack. Haben wir den geholt. Hutland, Tic-Tac-Turnier 1. So, haben wir den geholt. Dann sind wir ganz knapp auf dem Geländer gelandet, übrigens. Wir müssen... Ah ja, Screenshot. So, wir müssen dafür auch noch wohin. Darum kommen wir jetzt später. Das machen wir als letztes, glaube ich. So, haben wir aber noch ein Tic-Tac-Turnier. Und dafür müssen wir auf diese lustigen Säulen. Wo wir nur kurz warten müssen. Zack. Schlüssel. Und dann wieder zurückklettern müssen. So, zack. Geholt. Perfekt. Puh, ein Mond für dich. Tic-Tac-Turnier 2. So, dann kriege ich meine Kappi wieder. Und jetzt können wir uns noch zwei Mono holen, glaube ich. Jetzt sollte es ungefähr gehen. Dafür brauchen wir Le Frog. Hallo. It's a me, Super Frosch.
Okay. Da müssen wir da hinten an diesem Teich vorbei. Und gibt's hier noch irgendwas? Ne, da ist nur Captain Toad. Okay. Wir müssen über diese Zylinder klettern. Ein Zylinder. Zwei Zylinder. Und müssen auf diese Blöcke oben drauf klettern. Was super friemelig ist. Also wirklich. Nein! Frosch Mario, komm schon. Nein, Frosch Mario. Los, ich glaube an dich. Ja. Müssen hier nochmal springen. Dann ist da ein Münzblock. Müssen auf dem landen. Und müssen nochmal ein Salto machen. Tada! Frosch hüpfen über dem Nebel. So, dann haben wir das geschafft. Dann könnten wir eigentlich so machen und einfach wieder zurück an Land springen. Ist, glaube ich, ein bisschen schneller als mit dem Frosch. Oh. Da beben unsere Füße durch den weiten Fall. Dann holen wir uns noch einen Frosch, weil es gibt noch einen zweiten, den wir uns mit Mr. Frogo holen können. Den sehen wir, glaube ich, da oben. Den da. Für alle braucht man immer den Frosch. Da habe ich Ewigkeiten mit den Fluggumbas probiert ranzukommen. Weil ich nicht daran gedacht habe, dass es hier Frösche gibt hier draußen. Dann bin ich immer mit den Fluggumbas ganz knapp dran gekommen. Aber hey, Froschhüpfen auf dem Oberdeck. Kommt man nur mit dem Schütteln ran. Wenn man normal springt, landet man genau drunter. Man kann allerdings so machen. So kommt man, glaube ich, auch dran, wenn man aus dem Frosch rausspringt. Ah ja, mit dem hohen Sprung kommt man eher ran. Brauche ich dich noch? Ich glaube nicht. Nee, nee. Nee. Oh, guck mal, hier ist doch noch so eine Steinröhre. Heißt nochmal zwei Monde für uns. Hallo! Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, auf der Rollbahn. Okay. Die ist ein bisschen ekelig. Besonders, weil dieser Stachelkooper da liegt, wo er nicht genervt. Okay, 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 okay. Warte, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja! Okay, wir haben den Power-Mode. Perfekt. Präzisionsrollen! So, das war der extra Mond von hier. Ist nämlich nicht so mega easy. Und ich habe auch nicht so die Kontrolle über mich. Oh, Münzen. Gierig. Bin ich nochmal gierig? Jawohl. Nein. Okay, wir gehen den sicheren Weg. Hab mich überredet. Oh, Gottes Willen. Okay. Und zack. Oh, wir rollen nicht mal weit genug, um alle zu kriegen. Egal. So, hallo Power Mond Nummer 2. Ausdauerrollen. So, da haben wir schon 20 Monde. Fehlen noch 11. Oder es waren 31. Ich glaube schon. Okay, haben wir die zwei hier raus auch. Dann gibt es hier auf einmal lila Münzen hinter. Das ist sehr schön. Gut, dass wir die haben. Und wir können uns, glaube ich, mit dir auch einen Power Mond holen. Weil da hinten hängt ein Taxi dran. Und das gehört nicht so. Einer der Monde, die ich nur über die Tipps von dem Toad gefunden habe. Weil, wer kommt darauf, dass man einen Mond kriegt, wenn man was anstarrt? Ich finde es immer lustig, wie lange das dann dauert, bis der Mond hier ankommt. So, cool. Ein weiterer Power-Mond für uns. Nur dadurch, dass wir Sachen angucken. Fliegendes Taxi in Zylindrien? Fragezeichen? Ja, scheinbar. Haben wir den für 100 Münzen hier gekauft? Nein, da ist noch kein Haken dran. Oh, guck mal, müssen wir auch kaufen. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können hier unendlich kaufen, aber das machen wir nicht. Weil wir die True-Anzahl an Monden wissen wollen. Und hier brauchen wir noch einige Münzen, um uns die zwei Accessoires von dem Gebiet zu kaufen. Okay. Dann reden wir mit dem kleinen, wie heißen die Einwohner nochmal? Stehen wir auf der Karte. Die heißen Chapos. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall reden wir mit ihm. Mit dem kleinen Hutgeist. Schön, dich wiederzusehen, Cappy. Sag mal, hattest du mir vor einer Weile nicht von einem Schatz erzählt? Gilt dein Angebot noch, dass der Finder den Schatz als Lohn behalten darf? Nur, dass es klar ist, ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Okay. Wo ist der bloß? War er vielleicht unter den Holzkisten? Ja, gucken wir mal unter die Holzkisten. Ist hier ein Mond versteckt? Da auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da muss man die Holzkisten hier zerstören, aber die habe ich schon zerstört. Nein? Vielleicht auf dem schmalen Pfad, der im Nebel liegt? Schmaler Pfad im Nebel? Hier unten? Oder wo meinst du? Ne, den meint er nicht scheinbar. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Warte, Mario, kletter mal kurz weiter. Das war, glaube ich, er meinte den hier, genau. Hier? Nicht hier. Vielleicht doch eher auf der Brillenbrücke? Die Brillenbrücke ist die hier, glaube ich. Schauen wir mal.
Hier auch nicht. Vielleicht oben auf dem höchsten Hügel? Okay, dann gehen wir auf den höchsten Hügel. Das ist ein Hase. Oh, der hat auch noch ein paar Obermon für uns. Das ist gut. Gut, dass du uns hier nochmal hergeführt hast. So, den holen wir direkt mit. Jetzt erinnere ich mich. Zuerst bin ich in Richtung Mond. Okay, dann gehen wir gleich... Gehen wir erstmal in Richtung von dem Mond und dann gehen wir in die Richtung von dem anderen Mond. Und dann finden wir schon unseren Power-Mond. So. Zack. Oh, wir sind ganz nah dran. Mein Controller vibriert. Genau hier. Genau hier drunter. Ah ja. Mein Mond ist immer noch da. Da habe ich aber Glück gehabt. Der vergessene Schatz. Ein Mond für dich. Sehr, sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal in den Hutturm, weil mir langsam die Ideen ausgehen, wo hier die Monde sind. Beziehungsweise, da haben wir auf jeden Fall einen. Sobald wir 30 haben, können wir uns den da holen. Das ist sehr gut. So, dann holen wir hier und hier einfach runter und gehen mal in den Hutturm rein. Dürfen wir mal wieder durchgehen. Eine Sache, die ich eigentlich am Anfang zeigen wollte, aber irgendwie verpeilt habe, hole ich jetzt nach. Da braucht man einen Frosch. Da habe ich drüber geredet, dass man viele Münzen sammeln soll. Und dann wollte ich das zeigen, aber ich habe vergessen, wie es ging. Oder vergessen, dass man den Frosch dafür braucht, auf jeden Fall. Da ist nämlich hier ein Block, da kann man hochklettern. So. Tada, und hier oben sind... Achso, hätten wir aber eh noch nicht hochgemusst, weil da die Lila-Münzen sind. Okay, die wären da, glaube ich, am Anfang noch gar nicht da gewesen. Dann wäre da oben am Anfang gar nichts gewesen. Ah, sehr, sehr gut, dass ich das verpeilt habe, da hochzuklettern. So, dann nehmen wir uns hier die Münzen wieder mit. Gierig darauf dürfen wir immer noch sein. Auch wenn ich schon echt viele liegen lasse. Aber ich muss so oder so dann die 9900 Münzen grinden. Da kann ich dann auch hier ein bisschen chilliger spielen. Und hey, guck mal, hier sind noch mehr von den lila Münzen. Fehlen nur noch 7. Oh, das ist doch sehr gut. Weniger Sorgen, die wir uns machen müssen. So, dann salten wir uns mal hier unseren Weg hoch. Perfekt. Sind hier lila Münzen oder so? Nee. Sieht nicht danach aus. Da wäre nur so ein großes Herz drin, ne? Für den Bosskampf, genau. Ein geschenktes Herz. Zack. Gut, dann haben wir das. Hallo, hier oben ist auch alles repariert. Was sehr schön ist. Und hier oben gibt es eine Tür auf jeden Fall, das weiß ich. Und da drüben steht der Koopa. Können wir das Rennen aus Hutland machen. In dem ich, glaube ich, echt schlecht war. Und ich möchte ganz oben noch einmal gucken. Ah, da steht Kip the Toad. Hallo. Hast du ja bestimmt auch nochmal einen Traum für uns. Ich bin hier hochgeklettert, um den Mond aus nächster Nähe zu bestaunen. Nun bin ich nicht wirklich näher dran, aber ich habe auf dem Weg einen Power-Mode gefunden. Hier, schenke ich dir. Captain Toad ist eigentlich echt... Seine Entstehungsgeschichte, der war ja erst in Galaxy. Dann war in Super Mario 3D World. Dann hat er ein eigenes Spiel bekommen und jetzt ist er wieder in Galaxy. Also Captain Toad ist eigentlich echt ein cooler Charakter. Muss ich sagen. Ach, der Mond. Ich kann mich an ihm gar nicht satt sehen. Guck mal, wir können das als Outro für die Folge nehmen. Toad und Mario vor dem Mond. Ja, sieht doch perfekt aus. So, cool. Muss ich nur die Stelle später finden. Dann können wir hier wieder runter schlüpfen. Und da ist ein Power-Mond. Da müssen wir allerdings dann nochmal gleich hochklettern, wenn wir den geholt haben. Aber egal, das können wir ja per Schnellreise machen. Unter der Krempe des großen Huts. Gut, dass ich den gesehen habe. An den hätte ich mich, glaube ich, nicht erinnert. So, und Schnellreise nach oben. Ach ja! Alle Monde, die durch den Würfel dazukommen, sind hier übrigens extra markiert. Also haben wir schon alle gesammelt, die dazukamen, außer einen. Sind wir ein bisschen zu flott gewesen. Aber gehen wir erstmal in die Tür rein, bevor wir das Koopa-Rennen zweimal machen. Das zweite Koopa-Rennen schaltet man immer erst mit dem Würfel frei, die schwerere Version. Ah, wir sind hier in der Hölle. Oh, wie cool. Das ist eine der Passagen, wo ich am meisten Probleme mit hatte. Aber wie gesagt, es sind immer Münzen hier am Anfang drauf. Deswegen hat man es so gesehen und endlich versucht für das ganze Zeug. Aber mit den blauen Schiebedingern hatte ich echt Probleme. Die sind schlimmer als... Der Anfang hier hat mich sehr an Super Mario 64 erinnert. Da gab es ja auch diese Blöcke mit Gesichtern drauf. Bloß die haben halt keine Gesichter, sondern sind einfach so blaue Blöcke, aber egal. So, übrigens eine Fähigkeit mit dem Ding. Man kann so zappen und an Münzen entlang gehen. Das wird dann, glaube ich, nie groß gesagt. Aber es geht. Kann ich also auch zum Beispiel... Ah, hier sind lila Münzen, okay. Die können wir uns einfach so schnappen und zack. Perfekt. Irgendwo hier so, zack. Aber einmal kurz nach oben und die Münzen sammeln, was ganz cool ist. So, das Stück hier bis zu dem Mond. Hier hat irgendwie... Hier ist einfach die Hölle los. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, ohne zu sterben.
Und ich glaube, man muss an einer Stelle hier umdrehen und einen Power-Mode mitnehmen. Ja. Versteckt zwischen den Schiebeblöcken. Er guckt schon nach hinten, während man hier ist. So, das Stück hier ist, glaube ich, das Schlimme. Zack. Zack. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Puh, kurz einmal konzentriert und dann geht das schon klar. So, jetzt muss ich nur kurz noch gierig das Geld sammeln und zack, rechtzeitig raushüpfen. Dankeschön. Gefahr inmitten der Schiebeblöcke. Haben wir die zwei Power-Monde von hier auch. Zwei Power-Monde fehlen noch und wir müssen nur noch das Cooper-Rennen machen. Perfekt. Also drei fehlen eigentlich noch, aber für den einen müssen wir in ein anderes Königreich wiedergehen. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen jeden Tag um... an, dass es uns versteht. Er sagt jedes Mal dasselbe. Er ist ein Cooper. Ich renne gerne. Ziellinien. Lauf dahin. Gewinne. Sei Erster. Cooper Freerunning. Hutland. Standardrennen. Wie gesagt, also wenn ihr nach den Cooper Freerunning-Dingern auf YouTube sucht, da findet ihr verrückte Rekorde, die ich auch gar nicht versuchen möchte. Aber man muss bedenken, dass die Leute, die es machen, auch stundenlang... ich habe das genau falsch gemacht. Jetzt werde ich nämlich aufschlagen und mit dem Bein zittern. Nein, hey, ich habe es geschafft, in die Rolle überzugehen. Perfekt. So, dann schüttel ich meinen Controller hier. Hüpf hier rüber. Und schüttel weiter meinen Controller für maximalen Speed. Ich glaube, das ist das Schnellste an Fortbewegung, was geht. So. Zack, 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 zack. Und dann rocken wir auch noch hier hoch. 27 Sekunden. So. Wann kommt der nächste Cooperling? Wo bleibt der zweite Platz? Hallo? War ich ein bisschen zu schnell? Hallo? Ah, da ist der zweite Platz. Okay, auf den wollte ich noch warten. Ja, müssen wir jetzt allerdings noch ein zweites Mal machen. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du einen Preis, ein Powerboat. Coopers finde ich voll cool. Hutland, Standardrennen. So, und dann wollen wir noch einen... Wir haben einen neuen Läufer am Start. Ich verspreche dir, du gewinnst was echt Spitzenmäßiges, wenn du dich traust. Okay. Der neue Läufer kriegt man erst, wenn man den Mondwürfel aktiviert. Und es ist dann, denn wird der Lilane mit einem goldenen Cooper ausgetauscht. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Aber ich erkläre es gerne noch ein zweites Mal. Und der goldene läuft immer so ein bisschen besser. Aber ist ja nicht so wichtig, weil wir den eh fertig machen. Huch. Oh. Ah, okay. Perfekt. So, und dann rollen wir hier wieder lang. Huch, der goldene Cooper ist ja schon vor mir. Aua. Egal. Guck mal, gucken wir ihm zu. Solange wir hier so rollen, sind wir einfach halt so schnell. Der kann ja nichts gegen machen. Okay, wollte Cappy nicht hochwerfen, aber egal. So, und dann rollen wir nochmal hier hoch. Ein, zwei Sekunden langsamer, aber es reicht trotzdem. Drei Sekunden langsamer, glaube ich sogar. Wir hatten 27 davor. 30.01. Okidoki. Hallo, Cooperling. Und es ist halt doof, dass man bei den Cooper-Rennen auch das mit den Controllerschütteln machen muss. Um maximale Geschwindigkeit zu haben. Aber egal, hier ist ein Preis, ein Power-Mond. Wir haben, glaube ich, mein Argument verstanden, dass ich die Motion-Controls nicht so mag. So, wir haben 30 Power-Monde. Die müssen wir jetzt leider auch schon in die Odyssee werfen, bevor wir uns den letzten holen. Weil wir müssen ja noch das Gemälde machen. Das zeige ich euch nochmal kurz und dann reisen wir kurz dahin. So, das hier ist das Gemälde. Das könnt ihr noch gar nicht erraten eigentlich. Ich glaube, ihr habt die Stelle nicht gesehen. Auf jeden Fall müssen wir hinter dem blauen Kasten eine Stampfattacke machen, scheinbar. Und dafür müssen wir kurz nochmal in die finale Welt. Also wer sie nicht gesehen haben will, wer eine komische Reihenfolge guckt, ne, sollte jetzt ausmachen. Okay, ihr seid noch da. Sehr schön, wir gehen nämlich jetzt wieder zum Mond. Dann, gehen wir da kurz hin. Eine Sekunde. Warte, ihr bleibt da, bleibt da. Ihr könnt ja doch kurz sehen, wie wir 30 Power-Monde raufwerfen. Wusch. So, dann sollten wir 29 haben? Ja. 329 Power-Mondes. Neue Produkte sind in den Shops erhältlich. Ja, umso mehr Monde man drin hat, umso mehr Zeug verkaufen die. Die verkaufen hauptsächlich die Kostüme von den Amiibos dann jetzt so nachträglich. So, und wir wollen ins Mondland. So, willkommen beim Mondscheinkrater. Hallo, hallo. Nein, den gucken wir uns später an, den Würfel, Cappy. Tut mir leid. So, weil direkt hier hinter uns am Anfang stehen hier alle Völker und starren die Erde an. Und wir haben gelernt, dass wir hinter der blauen Person eine Stampfattacke machen müssen. Hey. Ein Mond für dich mit Hutland-Kunst gefunden. Und da steht sogar Captain Toad, mit dem ich jetzt aber nicht rede, weil der gibt wahrscheinlich auch einen Powermond. Und wir wollten erst eine Welt fertig machen. So, da unten leuchtet erst ein Punkt. Wenn wir jetzt diesen Power-Mond hier abgeben, sollte eigentlich unten der zweite leuchten.
Und wir sollten auch fast fertig mit dem Hutland sein. Ja, guck mal, zwei Punkte leuchten da unten. Sehr schön. Bowser, Bowser an der Wand. Wo sind die drei Münzen, die Zombie nicht fand? So. Habe ich nämlich fast vergessen, dass wir noch die Münzen haben. Wollte schon hier so ein paar Bänden. Ach, unter der Brücke hängen die einfach. Oh, habe ich aber nur einen Flugbomber gebraucht. Okay. Hey, kann jedem mal passieren. Cool, wo sind die denn? Ach, die sind da in diesem Raum, wo man am Anfang schon drin war. So dumm, dass sich das ein bisschen verändert hat. Ja, okay. Muss man nur nochmal da rein. Da waren wir ganz am Anfang drin und haben gelbe Münzen gesammelt. Da sind die restlichen Münzen, die uns gefehlt haben. So. Und jetzt können wir noch kurz zum Shop gehen und uns die Souvenirs von hier mitnehmen. Und dann sollten wir hier eigentlich alles getan haben, was es gibt. Eine kleine Froschstatue zu mitnehmen. Sehr schön. Und eine kleine Zylinderhut-Statue. Oder wie sie heißt, Zylinderturm-Modell. So, bitte beehre uns bald wieder. Und wenn wir jetzt auf unsere Karte gucken. Liste, 50 von 50 Münzen, 31 von 31 Monden. Zwei Sterne an unserer Karte. Sehr, sehr schön. So, hier leuchten die zwei Punkte unten neben dem Mond, neben der Erde. Und hier drin haben wir jetzt unseren Hutturm stehen und den Frosch. Und wir haben übrigens hier auch einen Hundi drin. Keine Ahnung, der reist jetzt einfach mit uns. Der gehört jetzt uns, der Hund scheinbar. Gut, Leute, dann war es das mit dem Hutland. Ich kann gar nicht mehr reden vor Freude. Ich muss sagen, ich glaube, das ist meine Lieblingswelt aus Super Mario Odyssey, weil ich hier alles mag. Dieses Schwarz-Weiß mit diesem fetten Riesenmond im Hintergrund. Die Musik ist cool. Hier gibt es Zylinderkleidung. Na gut, wen wundert es, dass Tommy das Zylinderland am besten gefällt? Niemand. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß mit Super Mario Odyssey. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge, wenn wir ins Kaskadenland gehen und wahrscheinlich das Wolkenland noch dazu machen. Und vielleicht ist die Folge trotzdem recht kurz, weil wir im Kaskadenland schon echt viel gemacht haben. Wenn wir auf die Liste gucken, da haben wir 19 von 25 schon gesammelt. Ah gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zirbelmann. Tschüss!